Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Hallo, lieber Robert, schön, dass du da bist. Hallo, liebe Nada, hallo. Ich freue mich, mehr von dir zu erfahren. Ich kenne dich, glaube ich, aus dem Harmony Live, korrekt? Genau, so haben wir die Live, wir haben uns bei Acker Mignon kurz begegnet, genau. Ja, Und schön. genau, man kann nachher ein bisschen mehr erzählen, wie der Weg bisher so gelaufen ist, genau. Nicht nachher, wir starten direkt. Wir starten Okay. direkt. Ich freue mich, von dir zu erfahren, von deinem Weg, was du bis jetzt schon hinter dir hast, was du schon alles geschafft hast oder gemeistert hast, erfahren hast, erkannt hast, was dich einfach in diesen Augenblick gebracht hast, dass du hier so sein kannst, wie du bist. Sehr, sehr gerne. Ja, ist tatsächlich schon ein langer Weg, wenn man so will. Schon vieles erfahren, vieles erlebt. Genau, vielleicht ganz kurz. Also ursprünglich komme ich aus dem kleinen oberbayerischen Dorf im Berchtesgadener Land, bin dort aufgewachsen und ja, eigentlich sehr behütet aufgewachsen in meinem Elternhaus mit meinen Eltern und ja, eigentlich soweit alles ganz gut gelaufen. Ja, natürlich, so als Kind hat man natürlich auch mit dem einen oder anderen so ist man konfrontiert worden. Tatsächlich war es bei mir früher so einiges an Krankheiten tatsächlich. Aber als Kind habe ich mich da nicht viele Gedanken gemacht und so weiter. Später im Laufe der Zeit dann natürlich schon so ein bisschen mehr. Da habe ich dann eher so die Fragestellung getragen, wieso passiert es mir? Warum ist es so? Ist eigentlich eher dann so in die Richtung gegangen. Damals war aber, es war irgendwas in mir, wo ich mir gedacht habe, in mir oder habe gespürt, das beschützt einem, das führt einem. Ich konnte es aber damals nicht so genau beschreiben, was das eigentlich ist tatsächlich. Aber irgendwie dachte ich mir, okay, irgendwie geht's weiter und habe halt versucht, das so gut als möglich natürlich hinzubekommen. Aber es waren auch viele so Themen von, ja, wo man sich dann die Frage stellt, ja, ist irgendwas mit einem nicht richtig? Was ist das Thema? Warum ich? So nach dem Motto. Und also es waren ja früher so chronische Krankheiten da mit Rücken und Aussicht, ja, wahrscheinlich später nicht gehen zu können, wenn man die hat. Und irgendwas hat mir gesagt, nein, das fühlt sich nicht wahr an. Aber ich konnte es halt natürlich nicht so genau beschreiben, warum das so ist und was es ist. Und tatsächlich war es dann so, wo ich das erste Mal so in Richtung Spiritualität in Verbindung gekommen bin, war tatsächlich, ich habe ein Konzert gesehen von einer Sängerin, das war damals Tina Turner, und dachte mir, irgendwas ist da aber noch mehr und wollte eigentlich so wissen, so, ich habe von der eigentlich kaum was gewusst, da wollte ich so ein bisschen wissen, die Geschichte, und da dachte ich mir, Mensch, die hat ja eigentlich auch tatsächlich nicht immer nur schöne Zeiten erlebt, aber da schwingt irgendwas anderes mit und habe mich dann ein bisschen mehr beschäftigt. Und sie hat sich damals schon sehr mit Buddhismus und diesen Themen beschäftigt und es hat mich dann brennend interessiert und auch zu gucken, okay, was ist dahinter? Warum ist die tatsächlich, warum versprüht die so viel Energie und was ist das genau? Und das war eigentlich dann so ein bisschen der Start eigentlich, um mich dann weiter in diese Themen dann einfach, ja, mehr oder weniger reinzufinden, natürlich auch mit vielen, naja, Erfahrungen, Erlebnissen, die man hatte, die eher so geprägt waren, noch damals so nach dem Motto, du musst perfekt und gut sein, um vielleicht anerkannt zu werden, um es noch besser zu machen und so weiter. Das war eigentlich eher so ein bisschen das Motto. Und ob das dann auch im Job war, ich bin dann auch dann nach München gegangen und einerseits war das natürlich super, so ein bisschen Großstadtluft zu schnuppern, so nach dem Motto, dann da den Weg zu machen. Ja, das war dann auch so. Ich habe auch dann festgestellt, eben, ja, dass ich jetzt eben von der Aussicht her eher auf Männer stehe, was dann auch wieder nicht alles so gefühlt so einfach gemacht hat. Man sagt, okay, damals war eher so, wie gesagt, die Frage, warum? Warum ich? Was heißt es? Und mittlerweile sehe ich es aber so, ja, es ist alles eine Chance eigentlich. Die Frage ist halt nur, wie ist der Blickwinkel? Wie gehst du damit um? Und letzten Endes, wie gehst du mit dir selber ins Gericht? Und ich glaube so im Nachhinein, so von der Erfahrung her, dass man einfach selber auch wahnsinnig kritisch war. Klar, man hat es so ein bisschen nach dem Außen dann bestätigt bekommen durch vielleicht gewisse Ablehnungen, wenn man vielleicht jetzt nicht ganz so sportlich war, nicht ganz so gesund vielleicht war damals. Aber letzten Endes, was es mir gezeigt hat, dass wenn man diese Kraft, die in einem ist, ob man das jetzt als ja, innere Quelle oder als überhaupt als Quelle bezeichnen möchte, aber da ist irgendwas gewesen, das einem geführt hat. Und
je mehr Erfahrung ich gemacht habe, desto mehr habe ich festgestellt, wenn man sich auf das verlässt, dann kommt auch immer zum richtigen Zeitpunkt irgendwas in dein Leben, das dich unterstützt, das dich trägt. Und das fand ich also total spannend. Und ja, natürlich, sage ich mal, habe ich dann auch immer gemerkt, Mensch, du darfst eigentlich das Leben auch genießen, so wie es ist. Es ist so, wie es ist, ist es gut. Und aber das hat eine Zeit gedauert, um das einfach einem selber sich einzugestehen, dass das so ist. Und dann sind auch die Dinge im Außen einfach auch leichter und besser geworden. Und ja, was vielleicht auch noch ein Thema war, ich habe auch früher immer so das Gefühl gehabt, jetzt gerade speziell vielleicht für Eltern oder für Menschen, die einem sehr nahe stehen, man ist verantwortlich, dass es denen gut geht. Und habe dann auch sehr, sehr viel dafür getan und aber auch festgestellt, das klappt nur dann, wenn es die Person, egal wer es ist, auch selbst will. Ja. Und dass es nicht um den eigenen Willen oder um das eigene geht, sagt Mensch, ja, den muss doch, oder warum ist das so nicht? Und dass man da auch versucht, bei diesem Mitleiden dann auch im Endeffekt so ein bisschen wegzukommen tatsächlich. Also das war eine sehr, sehr wertvolle Erkenntnis tatsächlich. Und ja, und über die Laufe der Zeit, ja, ist man dann wieder immer wieder an neue Themen gekommen sozusagen. Speziell dann auch in der Corona-Zeit, das war überhaupt eine spezielle Zeit, also zu der Zeitpunkt war mein Vater dann auch schon, der war immer super gesund und hatte dann einen schweren Schlaganfall bekommen und meine Mutter hat ihn dann begleitet und gepflegt und dann auch tatsächlich so in der Endphase, was für mich auch so das erste Mal war, jemanden so mit zu begleiten und zu sehen, wie das so ist. Aber da war es tatsächlich schon so, ich bin vorher über Steffen Kirchner schon auf bestimmte Themen gekommen, also über den Steffen. Und er hat dann damals schon immer von seinem Mentor erzählt. Ich wusste aber damals tatsächlich noch gar nicht, wer es ist. Und ich dachte, jetzt muss ich aber wissen, wer das ist. Und ja, tatsächlich, also eben der Mentor von Steffen war Kurt. Und dann über dieses Thema bin ich dann sozusagen, aber als Steffen hat auch in der Corona-Zeit so eine Serie aufgelegt, wo man sich jeden Tag ausgetauscht hat. Und das fand ich damals toll, weil das einem wirklich in der Zeit so aufgefangen hat und man auch gewusst hat, man ist auch nicht alleine und man ist ja verbunden. Es ist ja so ein Feld, ob man das jetzt magnetisches Feld nennen mag oder wie auch immer. Hey, du bist da alleine, das sind ja viele andere auch noch und aus dem kannst du auch die Kraft schöpfen letzten Endes. Und ich sag mal, ich darf es auch gar nicht laut sagen, aber die Corona-Zeit für mich war es tatsächlich ein guter Zeitpunkt, um sich mit seinen Themen mal mehr auseinanderzusetzen, Zeit zu haben, auch für das Thema meinen Vater tatsächlich dann auch zu begleiten, bis es dann hinübergegangen ist und diese ganzen Themen und auch eine intensive Zeit war auch dann schon, wo ich dann tatsächlich dann so mit Kurt, die Themen von Kurt eingestiegen bin, wo ich dann endlich gemerkt habe, da werden meine Fragen beantwortet, da genau, das ist das, was ich immer gesucht habe, so nach dem Motto. Ich meine nicht, dass deswegen jetzt schon alles perfekt ist, gell? Aber das hat mich dann echt getragen und aufgefangen. Es war dann tatsächlich so, wie dann mein Vater verstarb, am nächsten Tag hat man auch noch einen Erdrutsch und mussten das Haus verlassen. Also das war alles so, okay. Aber es hat mich nicht so aus der, ich habe keine Angst gehabt. Ich habe gesagt, okay, wird alles seinen Sinn haben, ist es auch dann am Ende alles gut geworden, wenn man so will. Meine Mutter hat ein super schönes Zuhause jetzt und ist da glücklich und hat da wieder Energie und Kraft tanken können und so weiter. Also es hat sich dann alles gefügt und da war auch irgendwie wieder diese innere Stimme oder dieses innere, wie soll ich sagen, begleiten, das wird gut, das klappt, lass es einfach los und dann wird's auch. Mhm. Und das, Gott sei Dank, hat's das auch. Genau, und dann seit der Zeit bin ich dann eben in der Akademie beim Kurt, mit dem Sami und dann eben auch zur GHU gekommen und so weiter. Und dann weiß man und merkt man, Mensch, es sind so viele Gleichgesinnte und man ist da nicht alleine und man kann sich austauschen und jeder hat seine bestimmten Erfahrungen gemacht. Genau, und das war eigentlich jetzt so im relativ kurzen Weg beschrieben, wie so der Weg letzten Endes war. Also es war jetzt auch nicht so anhören, als war das alles ein schlechter und steiniger Weg, um Gottes Willen. Ich glaube immer, aus jeder Erfahrung, die man erlebt hat, nimmt man was mit. Und ich glaube, wenn man das so sieht, sagt, Mensch, du nimmst was mit, du schöpfst neue Energie und Kraft für das andere und letzten Endes sind es ja alles Erfahrungen, die man macht und habe dann auch irgendwann gelernt, ja, du darfst das Leben auch genießen, es darf auch leicht sein, es muss nicht immer schwer sein. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann kommt es auch von außen so. Dann begegnet man auch Menschen, wo man im Gleichklang ist und dann wird alles einfach ein Stück leichter, sage ich mal.
Ja, danke Ja. für dein Teilen. Jetzt mal ganz völlig anderes vom Inhalt. Berchtesgadener Land, wo genau? Das Dorf heißt Anger. Also das ist kurz vor Bad Reichenhall, so, ja, sag ich mal, so vielleicht 15 Kilometer vor Bad Reichenhall, genau. Na schön, weil es sind einige Parallelen. Meine Eltern haben sich in Berchtesgaden kennengelernt Ah tatsächlich. ja. Und ich habe einen totalen Bezug natürlich auch zu der Gegend irgendwie. Du hörst dich Yes. allerdings auch ein bisschen, ist da was Fränkisches drin bei dir? Ja, tatsächlich. Also ich war lange Zeit in München gewesen, genau über 20 Jahre, und dann kam ein Impuls, also eigentlich gar nicht geplant, sage ich mal, es war eigentlich über ein Jobangebot, und erst habe ich gar kein Interesse gehabt, tatsächlich groß. Und aber dann hat sich's doch ergeben, dann bin ich tatsächlich nach Nürnberg. 2015 war das, genau, und da blieb ich auch immer noch. Ich dachte eigentlich, naja, so maximal 2, 3 Jahre. Aber was schön war, es hat sich so gefühlt, ich bin eigentlich daher, habe eigentlich keinen Menschen gekannt, so letzten Endes. Oder das guckst du mal. Aber es hat sich glücklicherweise so gefügt, und ich habe so ein tolles Umfeld hier, ja, dass ich tatsächlich jetzt immer noch hier bin. Ich arbeite mittlerweile auch so, dass ich überwiegend von zu Hause arbeiten kann oder auch an anderen Plätzen. Und das ist von dem her ganz, ganz gut. Gut, das Einzige, was ist zur Heimat, das ist schon ein Stück, weil es sind halt auch 300 Kilometer. Aber so ein bisschen schlägt mein Herz schon immer noch für den Süden, und das, so ist es auch. Mal gucken, wo es einmal wieder hinträgt. Aber ich habe hier so Glück gehabt und so schöne Sachen erleben dürfen, obwohl es auch schon die Zeit war, wo es meinem Vater nicht so gut ging. Aber man gehört halt auch zum Leben dazu. Und letzten Endes erinnert es einem halt auch, dass du selber so ein bisschen, du hast nicht ewig Zeit. Und das ist vielleicht auch so ein Moment, wo du sagst, naja, schieb nicht alles irgendwo hin und nicht später. Und wenn, oder früher hat man immer gedacht, ja, du brauchst, keine Ahnung, die finanzielle Sicherheit, dann kannst du das machen. Wenn du das hast, dann ist das. Nee, eigentlich braucht man es gar nicht. Also das ist so, klar, tut sich leichter, wenn es so ist, okay. Aber Es stört mich auf keinen Fall. genau. Aber ich sage mal so, eigentlich sagt man nicht immer auf alles zu so warten. Und wenn einem was wichtig ist oder am Herzen liegt, man soll es einfach machen. Oder mit den Menschen oder sich im Impuls, dann jemanden zu treffen oder mit jemandem Zeit zu verbringen, einfach machen. Und nicht zu so warten, bis der richtige Zeitpunkt kommt. Vielleicht gibt es dann auch gar Danke nicht. schön. Oder vielleicht ist es auch immer richtig. Ja, und ich Ja. durfte ja auch das auch so nah meine Eltern das erste Mal begleiten, als sie rübergegangen sind. Also eine Ja. natürlich nach den anderen so. Und Ja. es ist schon ein Einweihungsweg, wenn man da so ganz nah dran Schon. ist und es einfach Ja. mitbekommt, dass da wer verlässt denn da den Körper und wer hat denn Richtig. darin gewohnt und Ja. was bleibt denn übrig? So, ich weiß noch, wie es bei meiner Mutter war. Dann war das so, na, da schau hin, weil das ist, was es ist. Es bleibt einfach Materie. Ja, Es ja. bleibt, also hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber als das Bestattungsinstitut kam und den Körper holen wollte, hat der halt bei uns nicht durch die Tür, dieser Sarg, nicht da Ja. durchgepasst. Also haben sie einen Sack genommen und es sah halt schon ein bisschen aus wie ein Müllsack. Aber da Ja. war, es hört sich jetzt schlimm an, aber die Stimme sagte, schau, das ist, was es ist. Das, was übrig bleibt, das muss man Richtig. jetzt versorgen. Also ich meine, das muss man jetzt alles aufräumen, weil das Ja. Wesentliche, die Seele, das Bewusstsein, wie auch immer man dazu sagt, das ist jetzt, sie ist woanders, sie ist weitergegangen und du darfst dich jetzt um den Rest kümmern. Das ist in dem Ist Moment vielleicht ein Schock, aber es ist auch eine völlige Einweihung, weil man schaut sich das total. nächste Mal im Spiegel Ja. völlig anders an, sag ja, das, was du siehst, wo du vielleicht viel Aufmerksamkeit drauf gibst und Zeit oder eben Genau. schaust, dass das noch toller ist oder wie auch immer man verdient und gibt so viel, dass das Wesentliche irgendwann geht und das weiß man halt nicht Weil wirklich, das, was wir hier was. haben, das kann man nicht mitnehmen, ob das der Körper ist, ob das irgendein Besitz oder irgend sonst was ist. Das kannst du nicht mitnehmen. Und es war ja dann, es ist wirklich so, ich meine, als mein Vater starb, und wir haben dann auch noch überlegt, naja, bleibt er noch eine Nacht oder bei uns, aber durch das, dass der Sterbeprozess 4, 5 Tage war, wir haben ihn wirklich mit meiner Schwester und meiner Mutter wirklich, glaube ich, gut begleitet. Und es war auch ich sag mal, ein schöner Dienst an jemand, das zu tun zu können, sage ich mal. Und dann war ja am nächsten Tag, wir haben ein Haus am Hang gehabt, und dann waren wirklich heftige Regenfälle, und am nächsten Tag war wirklich ein heftiger Erdrutsch. Und ich meine, das mag man jetzt glauben oder nicht, aber wenn man sich das angeguckt, wir mussten evakuieren, wir wussten auch nicht, ob das Haus stehen bleibt, ob es wieder bewohnbar ist, das wusste man tatsächlich, wir mussten raus. Und wenn man sich aber die Bilder anguckt, das ist ein Doppelhaus, und
als hätte, wenn man da von oben guckt, jemand vom Geisterhahn so ein bisschen die Erde so rumgeführt. Uns Doppelhaus war wirklich nur der Garten. Die Terrassenmöbel hat es aufgestellt, es war keine Scheibe zersprungen, es war nichts kaputt. Beim Nachbarn, wirklich im Doppelhaus, ist der Schlamm bis unter die Decke gewesen. Und ich sag mal, ich glaube schon, dass da irgendwie so, ob das jetzt mein Vater per se oder wie auch immer, oder irgendwas von weiter oben, das er gesteuert hat, das glaube ich schon. Und meine Mutter hat immer gesagt, wenn der Papa nicht mehr ist, dann will sie aus dem Haus raus. Und vielleicht hat es auch den Abschied leichter gemacht. Also wir haben das Haus dann auch verkauft und dann haben wir gesagt, Mensch, dann haben wir auch gesagt, ja, das wird doch kein Mensch kaufen, wenn dieser Erdrutsch war und so weiter. Aber wir haben immer gesagt, wir würden uns wünschen, eine Familie, die da wirklich in dem Haus glücklich ist, sondern genau so war es. Wir mussten das wieder installieren. Das hat sich alles gefügt. Es war echt so eine schöne Erfahrung im Nachgang. Und da wohnt jetzt eine Familie, die sind glücklich. Die haben auch schon ihr zweites Kind jetzt dort bekommen. Und meine Mutter hat wirklich eine wunderbare andere Wohnung gefunden. Also ja, manchmal, sage ich mal, es passiert vielleicht was. Oder vermeintlich meint man, es ist was passiert oder was Schlimmes. Aber eigentlich ziehst du da draus was. Und auch da war es dann so. Und das war ja, am Ende des Tages ein gutes Gefühl, sage ich mal. Ja, danke für dein danke für dein Teilen, für deinen Weg und ja, deine Erfahrung, dein Erkennen, was du jetzt so alles mit hier in die Zeit gibst, mit ins Feld gibst. Was war denn, wenn du so rückschaust und hinspürst, die für dich vielleicht wesentlichste Erfahrung oder Erkenntnis? Gute Frage, ob es da einen Punkt gibt. Aber vielleicht wirklich zu erkennen, ja, akzeptiere dich auch so, wie du bist und lehn dich nicht ab. Und mit allen Dingen, so wie es halt einfach ist und vertraue darauf, dass die Dinge einfach dann gut werden. Und ja, und ich sage immer so, ich habe keine Angst jetzt, sage ich mal, vom Tod. Dann denke ich mal, wenn man davon keine Angst hat, vor was soll man denn dann noch Angst haben? Was ist immer klar, gibt es Themen im Leben, okay. So, aber so prinzipiell denke ich mir immer so, ja, eigentlich, was kann dir passieren? Und auch dieses Miterleben dann von meinem Vater und auch generell mit den Themen, wo man sich mehr beschäftigt, eben das Leben bist, ist nicht dein Körper, das ist ja in dir, das ist ja was gefühlt eigentlich gar nicht zu Ende geht in der Form, vielleicht in einer anderen Daseinsform. Und das, glaube ich, das zu erfahren und zu spüren, das war für mich, glaube ich, schon eine sehr wichtige Erkenntnis. Und eben, dass man auch tatsächlich das Leben auch genießen darf, dass man nicht, dass das alles so schwer sein muss, dass man, sagen wir mal, mit einem gewissen Passion Humor vielleicht aussieht und sagt, Mensch, komm, ist doch alles ganz gut. Und das auch mal wirklich 5 Grad lassen sein darf. So ein bisschen in unserem deutschen Kollektiv, die Deutschen nehmen alles so ernst. Ja, und ich war selber immer Humor so perfektionistisch und habe auch immer, wenn ich woanders hingeguckt habe und gedacht habe, es gibt ja, wenn ich irgendwo so meinen Blick habe, schweife, also wie immer irgendwas gesehen und dann, da ist ein Fleck, da ist das. Und man denkt so, das ist ja völlig unwichtig eigentlich. So, also insofern einfach mal dieses Sein auch tatsächlich, also einfach in dem Hier und Jetzt zu sein. Ich glaube auch die Erkenntnis, dass man nicht mit der Vergangenheit zu sehr hadert. Ich weiß, es waren ein paar Erlebnisse, die Vergangenheit nicht so angenehm waren. Und hat nochmal eine Übung gemacht, das war auch, wo man sagt, jetzt schreib mal an jemanden, wo besonders einfach einen Brief, imaginär, und verzeih der Person so. Und dann einfach den Brief nehmen, wegschmeißen und ins Feuer schmeißen. Und das hat schon so viel gelöst, einfach in Frieden damit sein, was war. Weil vielleicht war es auch dafür da, dass du eine Erkenntnis daraus gezogen hast. Vielleicht war das gar nicht gemeint, dass jemand jetzt was Böses dir wollte oder wie auch immer, sondern einfach, du hast die Erfahrung gebraucht und sei dankbar, dass du es erfahren hast und dass du was daraus gemacht hast oder was mitgenommen hast. Also, ja, das würde ich vielleicht so als Erkenntnis sehen und eben, dass man auch das sieht, was man hat, dass man auch mal dankbar ist dafür, was man hat. Wir haben echt Glück, wir leben trotzdem noch in einem tollen Land, uns geht's gut. Wir haben eigentlich im Prinzip alles, wo man denkt, Mensch, das ist eigentlich nicht selbstverständlich. Oder dass wir jetzt hier so sitzen und sprechen oder wie auch immer. Also, dass man das auch schätzt und sagt, Mensch, hey, ja, irgendwas hat man immer oder irgendwas beschäftigt einen immer, aber eigentlich ist doch alles gut. Ja, wundervoll. Hast du denn das Gefühl, dass wir in einer speziellen Zeit gerade leben? Also, das Gefühl habe ich schon.
Ob man jetzt immer das selber so merkt, ob man sagt, ja, die Schwingung erhöht sich oder wie immer. Aber ich glaube schon, dass sich mehr Leute so mit dem Thema oder Menschen mit dem Thema Sein, was ist der Sinn, für was bin ich da, ich glaube schon beschäftigen. Und ich glaube, also was ich gemerkt habe, wenn man sich selber mit den Themen beschäftigt, dann zieht man halt auch ähnliche Menschen an, wo man dann sich austauschen kann oder wo man jetzt so angeguckt nach dem Motto, oh Gott, vor was spricht denn der? Sondern nach dem Motto, na klar, nicht jeder hat vielleicht den Zugang oder das Interesse an dem Thema oder wie auch immer. Aber das merke ich schon, dass es gefühlt immer mehr Menschen oder mehr Leute gibt im Umfeld. Und mein, auch wenn vieles auf der Erde gerade passiert, das vielleicht vermeintlich nicht so angenehm ist, aber es ist eigentlich so ein Trost, dass es trotzdem ganz, ganz viele auch andere gibt. Und wenn man immer manchmal denkt, Mensch, wenn jeder das für sich und sein kleines Umfeld macht, wie könnte es dann eigentlich noch einen Krieg oder Situationen geben, dass man sich bekämpft und man denkt, Mensch, oder auch das Thema, vielleicht Recht zu haben, auch das ist vielleicht so eine Erkenntnis. Früher hat man gedacht, ja, ich muss doch Recht haben, aber es geht doch gar nicht um das Recht haben. Und vielleicht auch mal zu sagen, naja, ich sehe es so, du siehst es so, und beides kann man mal stehen lassen. Ja, ja. Auch das auch, war zur Corona-Zeit ja auch so, das hat ja auch so ein bisschen Gesellschaft gespalten, wenn man auch gedacht hat, Mensch, ja, eigentlich geht es vielleicht da gar nicht ums Recht haben, sondern einfach mal zu sagen, naja, okay, jeder hat eine Erfahrung, jeder kann damit halt auf seine Weise umgehen. Und das eine ist vielleicht deswegen nicht besser und nicht schlechter, sondern das muss einfach auch mal irgendwann mal stehen lassen. Also okay, ich finde deine Ansichtsweise interessant, meine ist die, aber ohne das so zu bewerten. Könnte das dann auch ein Ausdruck sein von Gänsefüßchen der Menschen der neuen Zeit? Ich denke schon, dass man einfach sich auch ja, respektiert, dass man einfach ja, einfach die Menschen oder denen oder sein Gegenüber so annimmt, wie er ist. Sagt, Mensch, ja, das ist, weil oft ist es ja so, ja, das gefällt mir das nicht, oder du kannst das nicht bis so ein Viertelstück mal zusammensetzen. Will man ja selber von sich ja auch nicht. Man hat ja auch alle Anteile, die man halt so hat. Und wenn man das auch vielleicht bei seinem Gegenüber respektiert und akzeptiert, im Gegenteil, manchmal ist es vielleicht auch eine spannende Erkenntnis oder was man dann auch selber mal einen neuen Blickwinkel auch einnehmen kann. Das ist ja auch spannend. Und von dem her, ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr werden, die so ein bisschen, ja, manche sind vielleicht auf der Suche, manche haben ein Stück Weg vielleicht schon gefunden, manche wird es intensiver, wie auch immer. Und das finde ich, man hat einfach jetzt auch sehr viele Möglichkeiten, auch klar, natürlich auch durch die Digitalisierung, also deswegen, ich verteufel dir jetzt auch nicht, ich meine, es kommt ja mal darauf an, wie man es nutzt. Und ansonsten wird man vielleicht in bestimmter Form gar nicht in Verbindung kommen. Und ich denke, man hat schon so viele tolle Begegnungen gehabt oder Chancen, dann noch jemanden mal näher kennenzulernen, auch über so eine Verbindung. Von dem her sehe ich das eigentlich schon alles sehr, sehr positiv und dass man einfach auch sagt, ja, ich glaube schon, dass viele sich auf den Weg gemacht haben und sagen, Mensch, komm, was ist denn wirklich wichtig im Leben oder was können wir machen oder was kann man auch dazu beitragen oder was kannst du selber tun? Kannst du jemand auch ein bisschen, ich möchte jetzt gar nicht so eine Hilfestellung, aber einfach für jemanden vielleicht da zu sein, jemandem zuzuhören, vielleicht einfach durch die eigene Geschichte jemand zu sagen, ach ja, stimmt, vielleicht, aber das habe ich noch gar nicht nachgedacht oder das wäre mal eine Idee. Auch das vielleicht so kleine Dinge oft nur. Ja, danke dir für dein Teilen, für deine Sicht, für deine Erfahrung, dein Wahrnehmen. Gerne, gerne. Jetzt habe ich ja so die Wahrnehmung, dass jeder von uns, also dafür brauche ich keine Wahrnehmung, das weiß ich, dass jeder einzigartig ist in seinem So-Sein und das ist auch, wie du auch vorhin gesagt hast, auch wichtig und gut ist, sich auch so einzigartig zu lassen und uns nicht versuchen, irgendwo gleich zu machen, ja, wo wir es einfach nicht sind. Aber ich habe auch eben die Wahrnehmung, dass jeder etwas ganz Spezielles mitgebracht hat oder dass etwas ganz Spezielles in jedem ist, eine Art, ich habe es jetzt mal Gabe genannt, aber etwas, was in der Einzigartigkeit etwas ist, worauf auch diese Zeit wie ein Stückchen wartet, was eben auch eine Aufgabe ist, das zu geben, ins Feld zu geben und auch wichtig ist, auszusprechen, also erstmal für sich halt zu sehen, ja, das habe ich, das ist tatsächlich da. Also viele, mit denen ich in Gesprächen jetzt war bis jetzt, für die ist es, für die meisten ist es nicht leicht, das auszusprechen, sondern da ist eher oft eine Bescheidenheit und
ja einen überhaupt gar nicht so in die Sichtbarkeit insgesamt zu bringen, aber dann vor allen Dingen auch noch zu sagen, andere können das vielleicht mit einem anderen Ego besser. Hallo, ich habe die Gabe und da bin ich der Ja, Macho oder ja. keine Ahnung, the best of. Aber du weißt, was ich meine. Kannst du da, weißt du da was in dir, von dir, was du uns teilen, mit uns teilen kannst? Ich meine, wie du sagst, für einen selber das zu beschreiben, ist oft nicht so leicht. Ich sage mal so, vielleicht das eine oder andere Feedback, das man bekommt, deswegen ist es vielleicht mal einfacher, andere über einen zu fragen. Aber ich würde mal so sagen, vielleicht eher tatsächlich auch zuzuhören, für jemanden da zu sein und ja, vielleicht auch ein bisschen Talent ist vielleicht da auch jemand in was auch immer tut, zu motivieren, zu bestärken, zu sagen, Mensch, komm, mach das, du schaffst es, mach dich selber nicht so klein. Einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, in einem anderen was zu entfachen, dass er sagt, Mensch, ja, stimmt, das könnte ich mir eigentlich zutrauen. Und wenn ich das dann sehe, dass das jemand macht, dann macht mich das tatsächlich auch glücklich und zufrieden. Und man sagt, Mensch, ja, also nicht, weil ich das dann als mein Erfolg werte, aber einfach, weil man sagt, Mensch, jemand versucht was, macht was, oder auch versucht so ein bisschen aus so seinem Kreis, wo man vielleicht sagt, oder wie es mir auch früher gegangen ist, warum passiert mir das, warum ist das das, eher da ein bisschen rauszukommen. Und auch mal vielleicht zu hinterfragen, was willst du denn eigentlich wirklich? Weil ich glaube, viele wissen tatsächlich ganz oft, was sie nicht wollen. Aber wenn man sagt, ja, aber was sind denn deine Wünsche? Was willst du denn gerne machen? Oder wie auch immer. Und da tatsächlich ist es aber auch noch ein Weg, der noch gefühlt offen ist. Ich sage, ich würde da gerne noch mehr tun. Auch vielleicht sogar mal mehr in der beruflichen Richtung. Jetzt ist es so, ich mache so, ja, im weitesten Sinne bin ich so im Personalmanagement, IT-Management-Bereich. Ich meine, da geht es auch vieles um auch zuzuhören. Es geht ja nicht oft um die Sache, es geht eigentlich um die Menschen. Also das habe ich ganz oft festgestellt, es geht nicht auf die Sache, sondern wirklich darum, und auch wenn du oder ein Team führst oder verantwortlich bist, jeder ist anders. Und ich glaube, wenn man das merkt, dass man sagt, Mensch, ja, bei jedem musst du vielleicht ein bisschen einen anderen Knopf, ein anderes Gespür haben, auch wirklich vielleicht, ja, auf der Bauchgefühl hören und sagen, was kommt denn da rüber? Was braucht denn der andere jetzt vielleicht gerade? Und das merke ich, dass mir das Spaß macht, dass ich das gern mache. Und wenn ich da vielleicht dem einen oder anderen in irgendeiner Form unterstützen kann oder wie auch immer, dann wäre das was, was mich sehr freuen würde. Und wie gesagt, vielleicht kommt auch noch irgendwann eine Situation oder eine Chance, wo man es einfach dann tatsächlich sogar noch als Berufung machen kann, tatsächlich. Ja, es Ja. fühlt sich schon so an, als würde es dich rufen. So das Gefühl, so wie so ein Verstärker, aber auch ein Frequenzmodulierer, irgendwie so, kann ich gut wahrnehmen. Genau, also So, nehmen wir auch jetzt deine geht. Stimmungen ganz gut wahr, sagen wir es mal so. Das ist manchmal gut, manchmal muss man auch gucken, dass es einem nicht zu sehr belastet, aber oder nicht belastet oder die eigene Energie so ein bisschen anzapft, aber ich glaube, du bist ja Trainiert auch einen dann jemand, der selbst so in der spürig Ausrichtung. auch ist, glaube ich, gell? Ja. Ja, ganz schön. Jetzt machen wir eine kleine Reise, wir zwei. Okay. Okay. Gibt es, hast du einen Bezug zu irgendetwas außerhalb dieser Erde? Dieser Erde? Außerhalb der Erde. Also energetisch gefühlt denke ich manchmal schon. Also ich habe auch schon mal sowas versucht, wie so kann man aus dem Körper reisen, kann man sich irgendwo anders hin. Ich würde jetzt gar nicht sagen, denken oder vielleicht wie auch immer. Ich glaube schon, dass das einfach nur mehr ist. Also dass einfach nicht nur die Erde ist und dass das ein gewisses Leben ist. Und ich glaube, dass da einfach mehr Energie oder noch mehr Wesensarten, dass das schon tatsächlich so ist, ja. Und finde das einmal super spannend, Wenn wenn du, man da. genau, wenn du da jetzt gerade hinspürst, so da gibt es also noch mehr Wesenarten und sowas, zieht dich da gerade irgendwas hin? Du musst es gar nicht benennen, du musst gar nicht wissen, wo das ist, aber kannst du da gerade was wahrnehmen? Also ich kann es nicht tatsächlich genau beschreiben oder Das brauchst so. du gar nicht, einfach energetisch, einfach dieser, ich habe das, da ist wie ein Zug, so eine Energie, so ein Energie. Portal, was ich, oder eine Hand, die dich hat, also ein Energiestrahl, Ja.
auf den wir jetzt gemeinsam reisen, okay? Wir reisen auf diesem Energiestrahl zu diesen Wesenheiten, bis du das Gefühl hast, ah. Also ich habe das Gefühl, dass da, wo man da ist, dass da alles gut ist, dass da alles in Frieden ist, dass da sehr viel Energie ist, dass da jeder mit jedem verbunden ist, dass da sehr viel Harmonie ist. Okay, wir sind jetzt da. Ja. Das heißt, du bist jetzt da, wo viel mehr Harmonie ist im Vergleich zu, aber wir wissen das gar nicht, weil wir sind jetzt da. Ja. Das heißt, wir erleben jetzt, wow, wir erleben diese Harmonie, wir erleben diesen Frieden. Wir sind jetzt hier mit diesen Wesen. Ja. Und als einer dieser Wesen schaust du jetzt von dort auf diese Erde, auf die Zeit, auf die Menschen, in denen sie gerade sind. Und du von dort als dieses Wesen hast jetzt die Möglichkeit, den Menschen eine Botschaft zu geben, idealerweise in einem Satz, als dieses Wesen von dort. Und alle lauschen. Ich versuche es in einem Satz zu formulieren. Ich würde es so formulieren, vertraut auf das, was ihr habt. Ihr habt eigentlich alles, was ihr braucht. Nutzt es und macht das Beste draus. Und genießt eure Zeit und die Erfahrung. Und geht in Harmonie und in Frieden miteinander um. Ja, und spür noch einen Moment, weil dadurch, dass du da bist, dass wir da sind, mit den Wesen, die in Frieden und in Harmonie sind, wir sind Teil davon, teilt sich diese Energie durch diesen Energiestrahl mit den Worten deiner Botschaft unmittelbar noch mit. Das zu genießen. Es fühlt sich gut an. Ich danke dir und wenn du magst, lass diesen Energiestrahl offen. Sehr gerne. Nicht nur für dich, sondern für jeden, für alle. Genau, genau. So kann man gerne in das gemeinsame Feld geben. Sehr gut, das freut mich sehr. Gibt's von dir aus noch was, was dir am Herzen liegt, was du noch mitteilen magst, wofür du diesen Raum hier nutzen magst? Ich glaube, das meiste ist gesagt. Wie gesagt, ich danke mich auch nochmal, dass man die Möglichkeit hat, dass wir hier in Austausch kommen dürfen. Ich wünsche vielen, dass sie eben auch auf ihrem Weg sind, dass sie einfach auch zu sich selber einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen nicht so streng sind und dass sie sich das erlauben, Dinge auszuprobieren, zu tun und dass sie so, wie sie sind, gut sind. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut Dankeschön. Zugehört. Und ich bin sicher, ihr könnt ganz viel mitnehmen von ganz viel, was euer Leben wirklich leichter machen kann. Es liegt an dir. Das kann ich jedem wünschen. Vielen Dank, Ich danke Nala. Dir. Und ciao, ihr Lieben. Ciao, alles Gute.